Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit den unglaublich erstaunlichen hier oder den Simply Amazing Leuten. Einfach erstaunlich, so heißt das, glaube ich. Und wir sind heute mal im Clan Free-to-Play und ja, unterirdisch ist das, was sich hier abspielt. Also, ich meine, ich habe schon viele Clans gesehen, Leute. Aber ich muss wirklich sagen, dass es doch Clans gibt wie diesen hier. Ich lede eher selten über Clans, aber es gibt Clans wie diesen hier, die haben so unterirdisch gelevelte Helden. Das ist echt der Hammer. Und wir gucken hier mal rein. Oh, ab und zu blinkelt das mal so, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich sehe das hier im iPad auch. Naja, wir gehen trotzdem mal rein, was der ölige Otter hier gemacht hat. Der ölige Otter. Ölige Otter. Alles klar. Ölige Otter. Aber ihr seht das schon hier. Wir haben hier einen Vierer Warden. Wir haben 12er King. 7er Queen. Und das als heftiger Rat aus 12er hier. Nun ja, aber es ist schon, ja, ich muss schon sagen, als ich mir die Truppe gestern angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, aber ich meine, Clan Level 19 spricht auch für sich, also irgendwie machen die das dann ja, machen die das auch und die nehmen uns auch ganz gut, und ich will noch nicht ganz sagen auseinander, aber es wird sicherlich ein spannendes Match, denn wir halten uns hier ganz gut im Mittelfeld beim Clan Free to Play und der Clan. Ja, die einfachen hier, die einfach erstaunlichen, die halten sich so ein bisschen unter uns. Ich nehme mal wieder an, dass die mal wieder nicht alle angreifen, aber dann zeige ich euch mal ein bisschen was aus dem Clankrieg hier oder aus dem laufenden Clankrieg. Es ist übrigens auch der letzte Spieltag hier im Clan Free-to-Play und ich denke, wir halten wieder die Liga, kriegen wir ein paar Medaillen und im Moment ist der Clan sogar voll. Wir sind 50 von 50. Sehr krass, ich meine, ich habe den Thorsten auch hier und ich glaube, es gibt noch so den ein oder anderen Mehrspenden-Account hier. Ich muss mal gerade gucken. Dumbo war aber kein Spenden-Account, glaube ich. Der ist, ah doch, war doch einer. Okay. Ist doch ein Spenden-Account. Komoletta ist am Start. Sehe ich gerade Marder. Okay, es sind ein paar Spenden-Accounts hier drin. Alles klar. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann können die Leute hier so ein bisschen das weibliche Event spielen, sich ein paar Headhunter spenden lassen, etc. Und dann geht das hier, glaube ich, hat diese Woche hier dann auch ein gutes, ja, ich denke mal, ein gutes Ende für uns. Also es passt mal wieder auch mit unseren immer noch Rathaus 9ern unten in der Liga. Haben wir hier auch in der Woche, naja, ich meine, ich habe in der Woche zweimal verpennt hier, aber der Clankrieg läuft auch ziemlich spät aus. Also die Clankriege hier in dieser Woche haben immer irgendwie, ich glaube, um 2 Uhr angefangen oder so oder 2, halb 3 mitten in der Nacht und dementsprechend hören sie natürlich auch auf. Und wenn man sich immer einen Wecker stellt, weil man sich abends mal ein Stündchen hinlegt, dann kann es schon mal sein, dass, also zumindest in meinem Fall, dass ich hier auch zweimal mit zwei Leuten nicht angegriffen habe. Nee, ein Spieltag mit drei sogar nicht angegriffen habe und einen mit zwei nicht. Da hätten wir aber auch nichts mehr holen können. Ist natürlich keine Ausrede, ist eine kleine Entschuldigung. Passiert, Leute. So will ich es mal sagen. Sehr schick hier. Und wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Gucken wir mal die nächsten Dreier hier an. Von Tet oder Ted. Oh, gleiche Base, würde ich sagen. Okay, oh Gott. Haben wir auch die gleiche Basis? Alles klar, ja, irgendwie sowas habe ich auch gesehen. Und der Gegner macht sich auch keine Gedanken um eine Clanburg. Wäre auch Verschwendung von Truppen, glaube ich. Das wäre auch Verschwendung von Truppen. Und kann das eigentlich genauso machen, wie der Gegner das gemacht hat, beziehungsweise wie der ölige Otter. Kommt aber hier von unten, also doch mal eine andere Seite genommen. Blitz, Blitz. Kurz mal ein bisschen die Luftabwehren rausgenommen. Beziehungsweise da kriegt er, glaube ich, sogar noch. Na, kriegt er den da? Ah, ne, den Inferno kriegt er nicht ganz. Okay, ist aber nicht so schlimm. Kommt aber trotzdem von hier oben dann weiter rein. Okay. 1er Adler hier, also es ist schon. Ja, mehr als ungewöhnlich, dass es doch noch Leute gibt, die wirklich ihre Helden gar nicht leveln. Hier Level 9er King, Level 7 Queen und Level 1 Hauptsache Warden. Leute, macht das nicht. Spielt nicht so Clash of Clans. Eigentlich macht es keinen Spaß, mit so kleinen Helden irgendwas zu reißen. Ich meine, okay, die werden dann in der Regel etwas stärkere Truppen haben, weil sie brauchen sich dann ja nicht. Wer sich nicht um die Helden kümmert, hat in der Regel dann bessere Truppen. Und oftmals ist ja andersrum so, wer gute Helden hat, hat entweder auch gute Truppen oder hat halt
die Truppen ein bisschen untergelevelt, weil man erstmal die Helden macht, so wie ich das immer ganz gerne mache. Da sind meine Truppen dann erstmal eher unterirdisch, aber meine Helden gehen dann schon mal hoch. Aber da ist auch jeder anders. Und aber macht das nicht, Leute. Fangt nicht an, mit so unterirdischen Helden hier irgendwas zu reißen und freut euch dann noch ein Ast, dass er hier die Neuner zerlegt. Ich meine, ich habe jetzt eben Angriff auf den Thales gesehen. Von einem Rathaus war das ein Zehner oder ein Elfer. Weiß ich gar nicht. Aber unterirdisch 2 Sterne nur. Ganz, ganz schwacher Angriff kommt noch dazu. Und da merkt man dann, dass man dann doch nicht so hohe Helden hat. Und ich glaube, der Angriff auf Thales, ich kann das ruhig mal zeigen, der war, muss ich mal ganz gucken, oh, guck mal da, 10 auf 2, okay. Der Angriff auf Thales, hier ist er. Ich mache den mal zweifach. Ich meine, der Gegner nutzt sogar hier Machttränke, um seine Helden nochmal richtig zu boosten hier. Das heißt, er hat in Wirklichkeit einen Level 3 King und einen Level 1 Queen. Das ist echt lächerlich. Ja, ich weiß, ich muss einfach mal ein bisschen drüber lachen. Denn das ist schon ein bisschen, bisschen witzig. Aber der, wie gesagt, der Angriff hier, ich habe jetzt zwar die Base von Thales hier geleakt, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm im Rathaus 9 Bereich. Die guten Neuner legen die guten Neuner, so ist das einfach. Da kannst du die Base bauen, wie du willst. Und aber der hier hat es halt nicht geschafft, als ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob es ein Rathaus 10er oder auch ein 9er war. 28 müsste man jetzt mal reingucken. Vielleicht war es doch nur ein 9er. Kann auch sein. Aber ich meine immerhin 3er King, ne? Und ich habe eine Queen. Kann ja überall rum erzählen. Allerdings ist sie auf 1 ziemlich nutzlos. Und ewig Machttränke wird er ja auch nicht haben. Also, naja. Und hier war eigentlich schon klar, dass er es nicht schafft, weil die Luftabwehr jetzt schön die Drachen rausnimmt. Und ich glaube, er hat den Angriff auch abgebrochen. Ich habe den nämlich live gesehen. Hat aber eingesehen, dass es keinen Zweck hat, hier gegen uns anzutreten. Ja, ich will gleich auch noch angreifen. Aber nicht den. Den habe ich mir nicht markiert. Den hat sich Emma markiert. Sondern ich habe mir hier unten einen markiert. Den hier. Ich brauche hier nicht auf eine Clanburg achten. Ich weiß, es ist ein 10er, Leute. Aber jetzt guckt euch auch dieses Drama hier an. 5er King, 2er Queen. Aber er hat natürlich Infernos. Die könnten mir ein bisschen wehtun. Muss ich mal gucken. Ich will hier mit Mass-Hocks durch. Weil auf eine Clanburg muss ich nicht aufpassen. Vielleicht nur auf so ein paar Knabberskelette. Er hat auch 3 X-Bögen auf Level 2 hier immerhin. Flächenschaden ist hier auch mau. Geht also noch. Nur hier könnte es mich natürlich derbe zerreißen. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen, ob wir hier starten mit unseren Hocks direkt bei dem Flächenschaden hier oder ob wir das hier oben machen. Hier oben ist dann fast nur der Punktschaden, also noch mit Flächenschaden nur mit dem Magierturm da oben. Und dann habe ich die hier unten eigentlich schon mal, na, wie soll man sagen, hinter uns. Da muss ich mal gucken, wie ich das gleich mache. Oh, wir haben was live. Okay, wo haben wir was live? Ui, auf den Totti. Okay, nehmen wir mal mit. Base geleakt, der Toto. Okay, shit. Toto liegt seine Base. Naja, okay. Ist nicht so schlimm. Die 10er Base hier, ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon habe, aber mal sehen, wie sich der Kollege schlägt hier. 5er Drachen hat er. Das ist in jedem Fall ein Rathaus 10er. Und, oh, der hat schon ganz schön hohe Helden, Leute. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Die Helden hier. Das ist schon, ja, in Ordnung. Der sieht so aus wie mein gerushter Fry. Der hat jetzt auch endlich eine 30er Queen und auch irgendwie so ein irgendwie so ein 26er King. Aber hier ist genau umgekehrt. Hier ist der King erstmal gelevelt worden und dann die Queen. Okay. Oh, die Karre fährt schon mal unterirdisch. Jetzt kommt meine Clanburg raus. Was habe ich da immer drin? Ah ja, zwei Babydrachen und eine Hexe. Sehe ich da. Okay, er gibt alles. Alles vor allen Dingen gegen die Feger. Und gegen meine Luftabwehren, die eigentlich nicht mehr da sind. Okay, hat mir die Luftabwehren alle weggeblitzt, bis auf eine da hinten. Die steht aber auch richtig, richtig tief. Mal sehen, ob der Toti hier eine Def fährt. Schön immer wegfegen, die Drachen, jawohl. Bloß kein Fries auf den Feger schmeißen. Um das mal zu sehen, dass seine Drachen immer rausgepustet werden. Der jetzt macht das, als wenn das gehört hätte, ne? Okay, jetzt macht das, als wenn das gehört hätte. Komm, brat den da oben weg, den Drachen, perfekt. Und auch den Helden da. Das ist auch nur eine Queen gewesen, 27. Das wird eine Defensive, Leute. Jesus. Das wird eine Defensive. Nee, Jesus muss sich gar nicht anbieten davor. Dafür muss ich einfach nur diesen schlechten Angriff abwarten hier. Und der Feger dreht sich immer noch. Ist ein 360-Grad-Feger, oder? Ah, nee, der fegt nicht mehr.
Wieso fegt denn eigentlich nicht mehr? Ach, der fegt nach da. Zeigt aber nach da, ne? Hm. Komischer Feger, aber egal. Mein X-Bogen gibt alles. Und auch mein Bogenschützenturm. Und auch jetzt vor allen Dingen die Luftabwehr. Oh, er friest nochmal, okay. Hat er ganz gut gesehen. Er friest nochmal, aber ich meine, hier hinten wartet auch noch ein Inferno, da wartet noch ein Magerturm, da wartet noch ein Bogenschützenturm und eine Clanburg mit ziemlich vielen Trefferpunkten. Da können wir schon mal sagen, nette Defi Toto. Und jo, sieht in jedem Fall entspannt aus. Okay, Freunde, ich glaube, wir machen. Oh, wir haben gerade noch was live hier. Mal gucken, wer es ist. Der Yannick macht genau die Base, die ich auch machen wollte, sag mal. Oder mache ich eine andere Base? Ich weiß es gar nicht. 26 auf 26. Hat sich aber auch was mit Hox überlegt. Oh, mal gucken. Ah ne, bei mir stehen die Infernos an, das sehe ich jetzt gerade. Aber es ist, glaube ich, der gleiche Base-Typ, ne? Ich glaube, es ist der gleiche Base-Typ. Und, oh, ist aber auch ein Neuner, der Yannick. Und, oh, da in der Mitte, da sind noch ein paar Skelette. Okay, er hat auch kein Gift mehr. Hatte aber schon drei Gift. Hatten er drei Gift? Okay, aber da geht in jedem Fall noch ein bisschen was. Und die Hawks prügeln noch den X-Bogen nieder. Aber die Skelette machen auch einen Hawk nach dem nächsten jetzt weg. Jetzt müssen es da unten die Bowler und die Queen reißen. Oh, das wird eine enge Kiste, Leute. 78% ein Stern, aber da kann dann später vielleicht nochmal ein Zehner nachziehen, weil wir die oben in der Regel jetzt ausgelassen haben und haben dort die Sterne nicht geholt, weil das eh aussichtslos ist. Queen nochmal gezündet hier, Kanone geht nochmal weg. Die Luftabwehr fällt auch. Der Magierturm fällt auch. Und die Bowler fangen schon mal an, hier durchzubouncen. Oh, das geht auch bis zum Rathaus durch. Okay. Hinten steht noch ein Lager. Mal sehen, ob die das erst nehmen. Ich denke mal schon. Jawohl. Da ist es noch ein... Oh, das ist auch ein großes Lager. Ne, wow. Okay. Ich sage auch immer, Leute, levelt die Lager und die Minen und Sammler vor allen Dingen. Denn auch die haben mehr Trefferpunkte dann. Und so sind das schöne drei Sterne hier vom Yannick. Sauber Yannick. So, können wir auch mal lobeln hier. Yannick. Mal gucken, Janine. Was bringt eigentlich diese Autokorrektur am iPad? Janine. Maniküre. Das ist noch viel besser. Ich liebe Autokorrekturen. Na egal, wir gehen jetzt mal rein in den Angriff hier. Und, ich muss erst noch Clanburg haben. Was habe ich denn? Ich habe einen Hox. Ich brauche mehr Hox. Wer Hox hat, braucht mehr Hox. Also holen wir uns ein paar mehr Hox. Auf dem maximalen Level, die habe ich eigentlich mit Thorsten schon fertig. Und auch den Gift, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Perfekt. Und ich glaube, ich nehme ein paar Bowler, baue ich mal eben nach. Das seht ihr jetzt nicht, das mache ich gerade hier am anderen Handy. Und was schreibt er? Danke, bisschen Glück braucht man. Ja, das stimmt. Wohl wahr, das brauche ich jetzt auch. Ich brauche jetzt auch ein bisschen Glück, also wish me luck. Und Ich baue gerade nochmal um, Leute. Ich baue doch nochmal um. Warte mal. Ich baue doch nochmal um. 1, 2. Ich nehme doch mal zwei Loons mit. Anstelle von zwei Hawks hier. So mache ich das. So mache ich das eben mal. Und machen wir eben mal fertig. Weil. Hier unten ja zwei Bombentürme stehen und wenn die Luftabwehr hier weg ist, dann könnte ich die Bombentürme vielleicht den einen schon mal wegmachen, denn ich starte hier unten mit den Hawks, würde ich sagen. Dann haben wir den kompletten Flächenschaden hier schon mal weg. Mal gucken, wie es klappt. Mal sehen, wie das funzt. So, mein Held 27 und 25 gegen zwei Helden 2 und 5. Auf geht's. Pekka. 1, 2, 3 Magier. Eine Queen dahinter. Ein paar viele Mauerbrecher. So. Und mein King geht da schon mal die gute Ecke. Wunderbar. Kriegen die Luftabwehr da? Oh, die kriegen die Luftabwehr nicht, ne? Uiuiuiui. Da müssen wir hier doch mal reingehen. Die bekommen die Luftabwehr da nicht. Okay, da muss ich hier schon mal heilen. Da muss ich jedoch schon mal heilen, sehe ich gerade. Oh, ich habe den Wut nicht genommen da auf meine Truppen. Ich habe den Wut nicht auf meine Truppen genommen. So, da kommen auch schon die ersten Knabberskelette. Die machen wir aber down.
Und noch gehen meine Hocks ganz gut durch hier. Perfekt. Dann machen wir hier schon mal ein bisschen Cleanup. Nicht vergessen, Toto. So, mal sehen. Der wird ja auch noch ein paar mehr Knabberskelette haben. Aber erstmal gehen ja meine Hocks hier erst den Außenweg. Okay. Dann heilen wir hier nochmal durch. So, 1, 2, 3. Nicht vergessen. Oh, ich vergesse auch immer. Cleanup wird immer gerne mal vergessen von mir. Meine Queen hat zerrissen. Haben wir hier noch Skelette? Jo, haben wir noch. Okay. Oh nein, noch eine Bombe. Oh, das wäre jetzt aber auch fiese gewesen, ne? Das wäre jetzt aber auch fiese gewesen. Okay. Das wäre jetzt fiese gewesen, wenn es jetzt alle meine Hocks erwischt hätte da in der Mitte. Ich meine, ich habe noch einen dicken King, aber der muss auch durch die Mauern, hat aber auch noch ein paar Magier. Und so werden das hier auch 3 Sterne. Ja, immer mal ein bisschen live hier. Bleibt am Ball, am Kanal, denn das Wetter riecht nach Livestream. Also das Wetter ist ja unterirdisch schlecht. Im Moment ist es so ultra kalt und so nasskalt. Heute Morgen hat es hier ein bisschen geschneeregnet, aber das haben wir, glaube ich, auch ganz gut hinter uns gebracht. Und die nächsten 3 Sterne auf unserer Seite bauen wir mal nicht nochmal nach. Ich baue mal diese feminine Armee gleich nochmal nach. Und dann haben wir das aber im Petto. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Bitte nicht unterirdisch, sondern überirdisch. Also der Daumen muss nach oben und nicht nach unten. Abonniert meinen Kanal und bleibt vor allen Dingen am Twitch-Kanal dran. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Toto. Bleibt.